Hallo, grüße euch. Paraguay Live, ich bin der Pit und ganz sonnige Grüße aus Paraguay. So viele von euch fragen, Pit, wie kann man dich sowohl schriftlich als auch persönlich erreichen, beziehungsweise auch per Telefon? Ich gebe zwar immer, dachte ich mir, am Ende von unseren oder von meinen Videos immer den Hinweis, wie könnt ihr mich erreichen. Aber kein Problem, ich mache noch einmal explizit für euch. Das heißt also, wie kann man mich bzw. auch uns mit Maga kontaktieren? Also bleibt dran! Auf jeden Fall, am besten ist es, sage ich immer wieder, unten in den Kommentaren. Aber jetzt Spaß beiseite. Klar erwarte ich immer eure Kommentare. Warum? Ganz einfach, da wir, ja, ich sage nicht hunderte von Kommentaren oder von Anfragen jeden Tag haben, das nicht. Aber es passieren schon Tage, wo wir wirklich viele Anfragen von euch haben. Und das ist einfach so gut wie unmöglich, jedem von euch eine persönliche Antwort zu geben. Also ich bemühe mich wirklich, es immer zu tun. Und ich denke, ihr seid auch in der Hinsicht nicht enttäuscht. Aber am besten, wie gesagt, immer Kommentare, da kann ich eure Meinung, eure Denkweise einfach mal sehen und dann dementsprechend natürlich reagieren. Die zweite Sache ist, wenn sich die Fragen wiederholen, kann ich natürlich mit einem Video euch allen oder den meisten von euch helfen, um die Fragen zu beantworten. Aber wie gesagt, die zweite Möglichkeit ist es, außer den Kommentaren natürlich, uns über WhatsApp, da gebe ich euch natürlich die Nummer auch explizit ganz groß, da kann man uns immer anrufen, beziehungsweise auch anschreiben. Ja, am besten immer anschreiben, Termin vereinbaren, eventuelle Termine vereinbaren, da wir natürlich nicht so viel Zeit haben, bemühen uns natürlich, jedem von euch eine Antwort zu geben und für euch natürlich auch zur Verfügung zu stehen. Aber am besten vorher kurz anschreiben, hallo Pit, wann hättest du ja Zeit, um mit uns zu unterhalten, beziehungsweise auch die Fragen direkt bei WhatsApp zu stellen, okay? Also die Nummer, die ich euch durchgegeben habe, ist auch gleichzeitig die Telefonnummer, also Handy-Telefonnummer. Da könnt ihr euch natürlich auch an mich wenden, aber eher in Ausnahmefällen, wie gesagt, vorher bitte anschreiben. Ich habe auch Termine, ich habe auch Besprechungen, von daher ist es manchmal unpassend, manchmal, deshalb immer am besten zuerst anschreiben. Bitte, okay? Danke. So, des Weiteren haben wir auch ein Konto, Paraguay Live, über Facebook. Und da gebe ich euch natürlich auch die komplette Adresse. Da könnt ihr gerne sich auch an Diskussionen beteiligen. Wäre ganz lieb, damit wir auch dementsprechend reagieren können. Also, für die etwas Jüngeren, denke ich mir, von euch ist es Facebook sicherlich die beste Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir auch Facebook benutzen und gehören auch nicht zu den Jüngsten. Von daher sollte man Facebook auch nicht unterschätzen. Wir sind gerade, beziehungsweise ich benötige auch Hilfe, werde sicherlich vielleicht, wenn jemand von euch ein Spezialist von Facebook ist,
bitte melden. Ich finde sicherlich auch Zeit, damit wir unsere Facebook-Seiten etwas ausbauen können. Das wäre ganz lieb, aber wie gesagt, im Falle des Falles kann man gerne uns auch per Facebook anschreiben. Die Adresse gebe ich gerne auch durch. Wir sind natürlich auch auf Twitter zu erreichen. Die Adresse gebe ich euch natürlich auch durch. Also es ist auch kein Problem, uns über Twitter zu erreichen. Das ist relativ easy. Da kann man sich natürlich auch an verschiedenen Diskussionen beteiligen und ist natürlich auch jedem normalerweise bekannt. Wie gesagt, wir benutzen es halt nicht so oft, aber nichtsdestotrotz, man kann es auf jeden Fall uns über Twitter anschreiben, beziehungsweise, wie gesagt, sich an verschiedenen Fragen auch beteiligen. Und sonst, was bleibt noch übrig? Ja, Instagram. Ja, da haben wir auch unsere Adresse mit den Höhner. Und da kann man uns selbstverständlich auch erreichen. Und wir werden auch über Instagram erreichbar sein, beziehungsweise sind wir immer noch erreichbar und werden ab und zu natürlich auch da posten. Da wir natürlich nicht so viel Zeit haben, posten wir ja nicht. Und wie gesagt, wir sind also keine Social-Media-Spezialisten. Von daher wäre ganz lieb, wenn vielleicht jemand von euch der Spezialist ist oder kennt sich natürlich mit sozialen Medien aus und hilft uns ganz kurz und gerne. Da hoffen wir auf eure Hilfe. Okay, ich hoffe, damit habt ihr im Prinzip sämtliche Möglichkeiten, uns zu erreichen, falls irgendwelche Fragen auftreten sollten, falls ihr Probleme habt oder auch Fragen, was die Zukunft angeht, bezüglich auch auf die heutige oder jetzige Situation, auch in Paraguay, in Europa oder grundsätzlich in der Welt. Also falls ihr Fragen habt, liebend gerne, stehen wir euch natürlich zur Verfügung. Wie immer, links werden wir weitere Videos, empfehlenswerte Videos in unseren Augen, hier links weiter empfehlen. Schaut euch einfach an, teilt das Video, wie auch immer. Vielleicht habt ihr Bekannte, Freunde, die sich gerne für Paraguay interessieren. Von daher ganz gerne einfach weiter teilen. Likes nach oben wie immer. Abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao.